Baustelle. Hier besteht die Möglichkeit, dass wir auf Militärpatrouillen stoßen. Lagerhaus. Dies war einmal der Lagerraum eines großen Ladens. Hier wurde eingebrochen und die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können aber immer noch ein wenig Nahrung und vielleicht auch ein paar andere nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht. Eine kleine Gruppe Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. Aber hier steht nichts von Gefahr. Pavel, machst du das heute? Es ist niemand müde. Die schläft im Bett. Sie schläft im Bett. Aber er ist auch leicht verletzt. Und er ist traurig. Dann schlaf du mal im Bett und du darfst nochmal Wache schieben. Und der Pavel geht ins Lagerhaus. Schauen wir mal. Was nehmen wir mit? Nehmen wir überhaupt was mit? Ich würde nur sagen, wenn überhaupt, dann das Messer. Okay, los geht's. Sie haben ein paar bewaffnete Gestalten gesehen. Ich muss vorsichtig sein. Scheiße. Wir brauchen Holz. Wenn du genug Holz hast, Junge, geh wieder. Und da geht's los. Schnapp dir alles, was du kriegen kannst. Portsauer 50 Meter. Jetzt gucken wir da erstmal rein. Hier ist niemand. Eieieiei, ist das riesig. Da kann ich oft kommen. Okay, jetzt machen wir Stück für Stück. Panzer. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, Essen. Ein Düngemittel, was ich nicht brauche. Das lasse ich gleich mal hier. Was? Lässt sich nicht öffnen? Kann ich hier oben hin? Ja. Sehr gut. Diesmal war ich schlau. Das konnte man bei dem anderen Haus wahrscheinlich am Anfang auch. Da wusste ich das aber noch nicht. Holz, 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 Holz. Teile, 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 Teile. Teile. Jo, können wir bald wieder gehen, ha? Huh? Oh, oh. Alles in Ordnung, wir haben all die guten Dinge herausbekommen. Okay, da sollte ich nicht weitergehen. Sagt er noch was? Das sollte uns für eine Weile reichen. Was ist mit dem nächsten Auftrag? Ja, was ist mit dem nächsten Auftrag? Ich hätte nichts dagegen, mal wieder einen Gütertransport der humanitären Hilfe zu überfallen. Okay, ihr seid Arschlöcher. Da darf ich nicht in die Nähe gehen. Ich glaube fast, ich warte hier oben mal so ein bisschen in der Ecke. Ja, wir werden sauber mit ihnen abrechnen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn ich in den ihre Nähe jetzt komme, dann war's das mit mir. Okay, ihr geht in die Richtung. Dann gehe ich hier runter. Mach mir hier die Tür auf erstmal. Da ich glaube, ich hier drüben eh keinen Auftrag mehr habe mit meinem Messerchen. Oder ich brezel die weg. Also bei solchen Leuten fällt es mir um einiges leichter, wie das in der Kirche. Das fand ich echt scheiße von mir. Jemand hat Folgendes an die Wand geschrieben. Wir müssen Lena finden. Jeden Mittag werden wir am Markt sein. S und D. Okay. Okay, hier ist frei. Mal gucken, wie lange noch. Wir machen nur den Anfang und dann sind wir ganz, ganz schnell wieder weg. Holz, Holz, Holz. Und... naja, jetzt sind wir eh voll, ne? Also mehr... mehr geht hier auch nicht mehr. Kann ich nochmal kurz reingucken? Hier, euch kann man eh was klauen. Das ist mir relativ...
Aber ich brauch's nicht. Das da, ja, ein bisschen. Kommt ihr jetzt auch angeprescht, weil ich euch was geklaut habe? Da oben ist einer. Nein, ich bin fertig. Ich habe mehr als ich. Mehr Holz als ich geplant habe. Das ist eigentlich in der Recht. Und ich habe sogar Essen gefunden, also. Gute Ausbeute eigentlich, wenn man es so sieht. Dann mal nichts wie weg hier. Tür wieder zumachen. Was war hier noch drin? Das Düngemittel. Okay, dann gehst du jetzt wieder nach Hause. War aber eine kurze Nacht. Und bringst uns viele schöne Sachen mit, womit wir ein kleines Upgrade machen können. Jetzt am 10. Tag. Also wir haben schon 10 Tage da in der Hölle ausgehalten. Hallo, seht euch diese ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. Ja, da hast du wirklich was geleistet diesmal. 10 Bretter, 16 Teile, 2 Zahnräder und eine Dose Thunfisch. Marco geht es viel besser. Wir müssen ihn nur etwas im Auge behalten. Das ist schön. Was ist mit dir? Hungrig, müde, verletzt. Immer noch verletzt. Magst du dir denn mal sowas nehmen? Wobei das ja eigentlich nur gegen Schmerzen ist, dachte ich. Achso, du humpelst, aber... Jump. Okay, Medikamente sind nichts für ihn. Bruno kann den Wasserfilter weitermachen. Während der Pavel mal hier unten Upgrade machen kann. Ich muss jetzt bloß überlegen, was ich für eins mache. Habe ich Einrichtung oder Verteidigung? Achso, das reicht gar nicht. Okay. Dann fällt die Wahl ziemlich schnell auf die normale Werkbank. Herstellen. Dauert eine Stunde. Es wird mit jedem Tag schlimmer. Vielleicht kann ich jetzt einen Fernseher bauen oder so. Dann könnt ihr ein bisschen Fernsehen gucken. Filme. Das wäre doch mal was. Hier, er würde sehr gerne etwas essen. Kann ich natürlich auch verstehen. Verdammt nochmal, es sind keine Kippen übrig. Ja, jetzt fängt der Nächste an, hier auszurasten. Raucher, es war nicht richtig, etwas aus dem Krankenhaus zu stehlen. Ja. Die Leute haben Hunger. Bruno. Koch mal was. Ist da jemand? Ich brauche Hilfe. Ja, guck mal. Was brauchst du denn? Zum Glück sind sie hier. Können Sie mir dabei helfen, die Fenster mit Brettern zuzunageln? Ich wohne nicht weit von hier mit meiner Tochter. Ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leerräumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verschließen. Sie könnten allerdings durch die Fenster reinkommen. Können Sie mir dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist noch immer nicht zurück. Wir sind ganz alleine. Bitte helfen Sie uns. Nein? Ja. Vielleicht später? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals bedanken kann. Okay, dann geht sie mal mit. Und er guckt mal, was wir Feines Neues bauen können hier. Ah, mit Brettern zunageln. Wir können die Löcher und Fenster im Gebäude mit Brettern zunageln. Um es besser vor Plünderern zu schützen. Das ist gut. Und ein Sessel. Guck mal an. Ein Sessel ist ein bequemes Möbelstück. Wenn du dich mit einem guten Buch hineinsetzt, kannst du fast vergessen, dass Krieg herrscht. Eine Klampfe? Etwas zu haben, um uns die Zeit zu vertreiben, ist wichtig. Eine Gitarre kann unsere Stimmung aufhellen. Insbesondere, wenn die Person, die sie spielt, etwas davon versteht.
Da brauchen wir beschädigte Gitarre, um eine Gitarre zu bauen. Ja, super. Das haben wir. Kräutergarten. Mit Hilfe von Düngemittel können wir hier einige Kräuter wachsen lassen und sie verwenden, um Medikamente oder billige Zigaretten herzustellen. Wir können ihn verbessern, um Gemüse anzubauen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Braucht aber 30 Holz. Boah. Was ist das? Falle für Kleintiere. Die einzigen Kleintiere, die noch übrig sind, scheinen Ratten zu sein. Dennoch gilt Fleisch als seltene Ware in Kriegszeiten. Wir müssen nur einen Köder einsetzen und abwarten. Interessant. Und eine Kräuterwerkstätte, ein Tisch mit einfacher Ausrüstung, an dem wir Kräutermedizin, Bandagen und Rehtabakzigaretten von schlechter Qualität herstellen können. Wir können ihn aufwerten, um echte Medikamente und Zigaretten von guter Qualität herzustellen. Also die beiden hier, die taugen es auch sehr. Brauche ich Holz. Ich brauche immer Holz. Okay. Magst du noch mal schnell... Ich habe kein Wasser. Ich habe kein Wasser. Und das läuft noch. Na, guck doch mal, was im Radio kommt so lange. Du kannst so lange hier eine Dose essen. Immer noch schönes Wetter. Das ist gut. Sie hören Radio Pogorin. Mit großem Bedauern müssen wir Sie darüber informieren, dass unser Kollege Jovan heute Morgen verstorben ist. Er wurde auf dem Weg zur Arbeit von einem Scharfschützen erschossen. Scheiße. Oh Mann, das ist nicht gut. Radio 1. Menschen durchstreifen die Straßen und verlassen Häuser nach allem, was essbar, brennbar oder handelbar ist. Wenn die Stadt nicht bald Hilfeleistungen erhält, wird die Situation verhängnisvoll. Was bist du immer noch rum? Ach so, du, habe ich dich gerade unterbrochen. Das tut mir leid. So, jetzt haben wir wieder Wasser. Jetzt kannst du hier was zu essen machen. Kein guter Tag, es ist nie ein guter Tag, würde ich mal jetzt hier so behaupten. So ein Pech und sind die Zigaretten ausgegangen. Er ist aber auch der Einzige, der da Probleme mit hat. Weil er ist auch der einzige Raucher. Das Haus unserer Nachbarin zu sichern ist nicht unser Problem. Emilia hätte nicht dorthin gehen sollen. Aha. Da sind wir auf einmal der harte Mann, oder was? Unsere Nachbarin hatte recht, uns um Hilfe zu bitten. Wir werden ihr dabei helfen, ihr Haus sicherer zu machen. Genau. Finde ich auch. Und was sagst du? Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, unserer Nachbarin in Not zu helfen. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Tja, siehst du? Pavel, ess noch schnell was und dann leg dich wieder hin. Und dann ist der komplett fit, ne? Wenn er jetzt auch noch geschlafen hat. Ich könnte hier so unsere Bettenzentrale im Keller machen. Aber obwohl... Also hier haben wir unsere Medikamente. Da haben wir unser Essen. Das passt ja schon mal so weit. Kräutergarten und so können wir dann da oben alles machen. Oder hier. Hier können wir unsere Kräuterecke machen. Hier unten kommt die Bauecke rein. Und die Betten. Die Betten kannst du eigentlich nach ganz unten legen. Emilia ist noch nicht wieder da. Den ganzen Tag nicht wiedergekommen. Okay. Ich glaube, wir sind fertig. Paul geht super. Marco, dann leg dich mal ins Bett. Und du setzt dich auf den Stuhl.
wollen wir nochmal probieren, in das Lagerhaus zu gehen. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Hier steht auch, zu wie viel Prozent du das geplündert hast. Kann wegen Kämpfen nicht dorthin gelangen. Hier im verlassenen Haus haben wir zu 77% fertig. Supermarkt ist dicht. Das ruhige Haus, da habe ich nicht viel gemacht. Krankenhaus habe ich zur Hälfte geplündert. Schule habe ich fast nicht. Und Lagerhaus habe ich gar nicht. Dann gehen wir mal ins Lagerhaus. Geschickter Plünderer. Gehst du. Du stehst Wache. Du schläfst. Nehmen wir uns was mit. Nehmen wir uns das Messer mit. Sicher ist sicher. Wenn wir uns irgendwo verstecken können vor dem. So, da bin ich wieder. Dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen hier. Hier ist frei. Hier ist auch frei. Vielleicht ist ja keiner mehr da heute. Doch. Oh doch, da ist jemand. Da oben kommt er so nicht hin. Da oben steht einer, da steht einer. Den Rest hebe ich für später auf. Okay, erstmal hier verstecken. Er hat mich nicht gesehen. Er ist weg. Dann gehe ich mal hier runter. In der Hoffnung, dass mich niemand findet. Tabak, Waffenteile. Nehmen wir mal den Tabak mit. Hier kann ich ja Sägeblatt und so dann mal benutzen. Wenn ich dann mal irgendwann eins herstellen kann. Sehr gut, das brauchen wir. Da kommen wir nicht durch, oder? Nein, Sägeblatt benötigt. Nicht runterkommen. Jemand die Tür berührt? Seltsam. Oh scheiße, ich habe die Tür nicht zugemacht. Jetzt geht er hoch. Oh Gott sei Dank. Hier durchspitzen, da ist nix. Dann machen wir die Tür mal schnell auf. Oder mich? Nein, da bleibt er stehen. Gut. Bloß nichts übertreiben jetzt hier. Essen. Und ich bin fast schon wieder voll. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Mach ihn fertig! Pavel ist tot! Nein, Pavel! Scheiße. Pavel ist gestorben. Pavel wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Weil ich nicht vorsichtig genug war. Mach's gut, Pavel. Und, ach ja, ausgeplündert wurden wir auch noch. Jemand ist danach gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Emilia half unserer Nachbarin dabei, ihr Haus mit Brettern zuzunageln und ist wohlbehalten zurück. Das ist schon mal gut. Jemand hat versucht, uns auszuräumen. Sie schienen nicht sehr entschlossen zu sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Oh, glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen.
Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Sehr gut. 5 Munition haben wir verbraucht, um sie zu verjagen. Pavel wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Tja, scheiße. Und dem Marco geht's wieder viel besser, aber... immer noch nicht so gut. So sinnlos zu töten, was für eine Verschwendung vom Leben. Tja. Sehr müde. Dann leg dich hin. Aber hungrig bist du auch? Oh, wir haben nichts mehr zu essen. Scheiße. Tja, was machen wir jetzt? Ein weiterer sinnloser Tod. Unser Leben oder Tod kümmert niemanden. Die Welt hat uns vergessen. Und nu? Nehmen wir ihn mal. Können wir denn jetzt hier upgraden? Wann habe ich das letzte Mal geraucht? Das habe ich, weiß ich nicht. Musst du denn mal losgehen und dir hier neue Sachen holen? Ich kann aber auch nicht wirklich irgendwas herstellen hier. Sieht gerade ziemlich auswegslos aus, das Ganze.